So, jetzt Wolfgang, komm herein. Ja. Willkommen in der guten Stube, du kennst es ja schon. Ich kenne sie gut, ja? Und ich bin der Einzige, der sich auch wirklich hinkniet, gell, wenn er in die Kirche reingeht. Ich war jetzt doch in Rom. Und eine Kirchenführung unter Freunden. Pfarrer Josef Feck zeigt Kabarettist Wolfgang Krebs seine Pfarrkirche in Rottenbuch. Kennengelernt haben sich die beiden ganz woanders, nämlich auf dem Oktoberfest. Es war so, wir waren bei einem befreundeten Ehepaar, beide zufällig gleichzeitig. Also es war so, ich war bei dem Ehepaar Steinberg, die das HB-Zelt haben. Und auf einmal geht die Tür auf, wir waren also da miteinander geratscht, die Tür geht auf, der Herr Pfarrer kommt rein. Und die Margot Steinberg sagt, ja, der Herr Pfarrer ist da, der Herr Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, war nämlich der Josef in der kurzen Lederhosen. Ich habe gesagt, du wirst der Pfarrer sein. Da habe ich gesagt, das glaubst du doch selber nicht. Und dann hat er aber sein schönes... Ich beweisen können, ja. Ich habe da auf meinem Hosenträger einsticken lassen, eben damit man es erkennt, das Christusmonogramm IHS, steht für Jesus Christus, den Heiland. Und das habe ich ihm dann gleich erklären können. Anscheinend so überzeugend, dass du es dann glaubt hast, dass ich wirklich Pfarrer bin. Genau. Ja, auf jeden Fall war das, in dem Moment haben wir gesagt, ja, wo bist denn du Pfarrer? Und nachher hat er gesagt, in Rottenbuch. Und ich habe gesagt, wo ist denn das? Im ersten Moment, ich habe schon gewusst, dass es bei uns irgendwo ist, aber ja, in der Nähe von Schongau. Da habe ich gesagt, das ist super, da besuche ich dich einmal, weil ich komme aus Kaufbeuren. Und 0,0. Tatsächlich haben wir dann bald sehr, sehr lange miteinander telefoniert. Und dann warst du mal bei mir zu Gast erst einmal und dann ein bisschen Kaufbeuren gezeigt, unser Kloster und die Kirche, in der ich Ministrant war. Und dann habe ich den Josef mal hier besucht auch, genau. Zu diesem Zeitpunkt war Wolfgang Krebs bereits seit vielen Jahren nicht mehr Teil der katholischen Kirche. Der Kabarettist war ausgetreten, weil seine erste Ehe nach kurzer Zeit scheiterte, ihm die Annullierung der kirchlichen Heirat aber später verweigert wurde. Ich habe also beim Bistum Augsburg, das für mich zuständig ist, Annahme eines Ehenichtigkeitsverfahrens gebeten. Und damals war ich beim zuständigen Domkapitular und hatte ein sehr unangenehmes Gespräch. Und das war so prägend für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn die Kirche an dem festhalten will, an dieser Ehe mit dieser ersten Frau, mit der ich nicht mehr zusammen sein möchte, dann muss ich wohl aus der Organisation austreten. Und das war ein Trugschluss, den ich sehr, sehr bedauere, weil ich habe viele, viele Kirchenjahre verloren dadurch, bei denen ich besser hier aufgehoben gewesen wäre. Durch die Gespräche und die Freundschaft mit Pfarrer Feck findet Krebs wieder einen Weg in die Kirche. Beim Patroziniumsfest in Rottenbuch wird er im vergangenen Jahr offiziell wieder aufgenommen. Doch nicht nur der Kabarettist profitiert vom Austausch mit dem Pfarrer. Auch umgekehrt ist es so. Also ich schätze am Wolfgang unheimlich seine aufgeschlossene Art, seine fröhliche Art. Er ist ein sehr positiver Mensch. Und er ist ein unheimlich, einfach netter Mensch. Also es ist wirklich ganz, ganz aufmerksam. Weil oft manchmal, ich meine, er ist ja doch auch kein Unbekannter in Bayern, aber da gibt es keine Star-Allüren oder da gibt es kein Gehabe oder sowas. Das ist ein ganz natürlicher, einfach netter und bodenständiger Mensch, der unheimlich tiefsinnig ist. Also das ist ein wahnsinniger Tiefgang. Das gefällt mir auch so, weil man ja gerade von einem Kabarettisten ja, vielleicht meinen möchte, naja, die sind immer so lustig unterwegs, aber du hast einen unheimlichen Tiefgang und ein wahnsinniges Interesse, auch vor allem mit seinen Glaubensfragen, das ist total spannend mit dir. Der Pfarrer und der Kabarettist, die beiden verstehen sich auch deshalb so gut, weil sie ihren Job als Berufung begreifen und ihnen dabei der Humor ganz wichtig ist. Mein Job macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist nicht nur ein Job, sondern es ist tatsächlich auch eine Form von Berufung. Es ist immer ganz schön, wenn man so Figuren hat wie jetzt beim Aiwanger, wo es einfach die Sprache so ganz exorbitant speziell ist. Und trotzdem muss man da ganz genau hinschauen, dass man es dann auch hinbekommt, dass man nicht aus jedem O macht und sowas. Also es ist schon eine besondere Herausforderung. Und es gibt manchmal Figuren, da brauche ich 3 Wochen, bis ich den drauf habe. Und dann gibt es aber wieder Sachen wie den Habeck, der hat mich auf einmal angeflogen und auf einmal war ich Robert Habeck. Das ist einfach so über mich gekommen. Das ist auch eine spezielle Form der Berufung. Das Schöne ist, dass man Botschaften rüberbringen kann, dass man Menschen dabei helfen kann, über Standpunkte nochmal neu nachzudenken. Und da möchte ich nicht anmaßend sein, aber haben wir eben unterschiedliche Herangehensweisen. Aber letzten Endes könnte es sein, dass sich die Aufgabe des Herrn Pfarrers und dem des Kabarettisten machen wir gar nicht so unterschiedlich sind. Also das Evangelium hast du ja nicht umsonst übersetzt, frohe Botschaft. Also der Glaube soll ja froh machen. Das ist eine gute Botschaft, das ist eine Botschaft, die das Leben erleichtert, die dann irgendwann auch einmal das Sterben erleichtert. Und von daher
ist Christentum gleichbedeutend mit Freude, mit positiver Lebenseinstellung, auch mit Humor, wenn man so möchte. Also das ist für mich absolut eben zutiefst christliche Haltung. Und deshalb sind die beiden seit kurzem auch mit einem fröhlich-katholischen Podcast auf Sendung. Vergelt's Gott lautet der Titel, der vom katholischen Medienhaus Michaelsbund in München produziert wird. Mit dem Podcast wollen Krebs und Feck die Hörer mitnehmen, wenn sie sich über Gott und die Welt unterhalten.